Ja, hallo zusammen, hier ist der Fuchskommissar 70 und wieder ein Gastreplay und den Kollegen kennen wir auch schon, den Panzerfreund. Und zwar ist der Lovoloop hier mit seinem LT-432 8er Light, Premium Light der russischen Fraktion auf Tundra. Ist im Norden gestartet, ist im reinen 8er Gefecht. Und wie wir sehen, ein Heavy und dann haben wir 6-mal mittlerer Panzer, 5 TDs, 2 Lights und eine Arti. Ein Heavy nur, ja, das ist auch wieder kurios. Munitionsverteilung, da haben wir schon mal Scoping G. Jetzt ist er aufgegangen. Jawohl, erstmal schon mal durchgeschossen. 38 mal Standardmunition APCR, 180 Damage, 176 Durchschlag. Da gab es eine in die Kette. Von Scoping G. Bisschen Unterstützungsschaden. Der nicht getroffen. Dann hat er die Premium-Munition Panzerbrecht 9-mal dabei mit 218 Durchschlag, 180 Damage. Jetzt gab es einen kleinen von den Lux 6-6, den er jetzt hier verfolgt. Auto eben drauf. Zack, erster Kill. Also das ist schon mal was, hier so ein Lux 6-6 zu verfolgen. 13-2 steht es mittlerweile. Ja, dann hat er noch die Sprenggranate dabei. Dreimal mit 300 Damage und 44 Wirkungsgrad. Kleines Red Kit, was er schon ziehen musste. Kleines Med Kit, großer Feuerlöscher. Jawohl. Ja, die Kanone. Ja. 15 Grad nach oben bekommt man die und 7 Grad nach unten. Ja. Was fährt da? 70 Klamotten vorwärts. Jetzt haben wir schon mal hier wieder den M41 Bulldog einpenetriert hat er. Der jetzt nur noch mit 92 HP hat. Ja, wie gesagt, rückwärts fährt er 23. Ist nicht so wichtig. Sehr flach ist dieser LT-432. Ja. Was haben wir denn noch? Aim Time ist 1,92. Natürlich mit verbesserter Crew oder Skill ist das natürlich weniger. Genauso wie die Reload Time, die ist original, ist die also in dem Spiel 5,09. Die hat er schon mal gedrückt auf 4,48. So. Der Garde hat jetzt erstmal in die Kette geschossen, also auch nicht penetriert. Richtig Glück gehabt. Oh, jetzt gab es eine von T-34-3 geschmörgelt, aber richtig. 387 Hitpoints abgezogen. Das war nicht so optimal. Aber passiert. So, wer fährt denn da? Centurion 1. Immer schön durch den Turm geballert. Jetzt hat die Arti eingeschlagen. GW-Tiger mit 235 aufs Dach gekackt. Ja, Arti schreibt da. Ja, das ist Arti. 325 Hitpoints hat er bloß noch. Missionen können wir auch gleich mal gucken. Die hat er auch am Start. Wird eine Light-Mission sein. Wenn wir mal schnell gucken. Das ist LP-15. Der aggressive Aufklärungsprofil. Wirkungstreffer auf den Cameron Action X haben wir jetzt gerade verpasst. Den hat er einen reingedrückt. 078. Ja, 380 Sichtbereich haben wir. Und 850 Funk- und Radiobereich. So, das war der zweite Kill auf den T-34, auf den Scorpion G. Glaube ich. Oder ich habe es jetzt nicht mitbekommen, tut mir leid. Ich habe gerade runtergeguckt. Jedenfalls war es der zweite Kill. 8-4 steht es. Da steht der Garde. Schön overmatched. Ja, der ist natürlich daneben gegangen, aber dritter Kill für ihn. So, TS5. Ein ekelhafter Panzer ist das. Ja, ich meine, schwer zu penetrieren, ne? Frontal, brachial. Nur seitwärts oder das Heck. Hat das Ding überhaupt vorne irgendwie einen Respot? Ja, die Kommandanten-Nuke, jawoll. Und die hat er eben gefunden. Vierter Kill.
11:6 steht es. Ja, was ich nicht geschuckt habe, ist wie welche. Ich glaube 85 mm Kanone ist das, ne? Das habe ich nämlich nicht geguckt, das habe ich vergessen. Mal schnell gucken. Ja, 85 mm Kanone, da waren wir doch so. Hatte ich jetzt ganz vergessen zu schauen. Tja, aber er hält sich hier mit seinen 325 Hitpoints. 14:8. Tja, Top Gun Krieger wird es wohl nicht mehr. Ist halt so. Warum soll er auch jetzt sich noch da opfern? Das Centurion 1 noch am anderen Cap hinter, also die hinterste Reihe. Er fährt jetzt dahin. Schönes Heck nochmal. Ja. Ja, nicht mal durchschlagen. Er wollte es. Jetzt hat er die Kette getroffen. Penetriert, noch ein Hit. So, jetzt muss er aufpassen. Das ist der Kommandantenluke. Ja, zwar getroffen, aber das Game ist zu Ende und wir sehen uns in den Stats. So, dann sind wir bei den Stats angelangt. Ich hoffe, ihr hört das nicht, aber ich muss den Ventilator anmachen. Ich gehe hier kaputt. Ja, und das war ein Panzer. Dann haben wir Speer, Schläger, Durland, Kämpfer, Wirkungsfeuer, 162.158 Credits. XP können wir später ein von den Anleihen. Und dann gab es die Unterstützermedaille. Geben wir den Teamscore 3239 Damage, 4 Kills, 1381 Basis-XP. Und dann geben wir dir einen Report rein. Er hat 32 Mal geschossen, 27 Mal getroffen, 18 Mal durchschlagen. 390 geblockt und dann Unterstützungsschaden 1544. Gefahren ist er 2,2 Kilometer. Dafür gab es 74.772 Credits. Mission hat er auch teilerfüllt oder ganz erfüllt. Waren 50.000 Credits dazu. Abzüglich Repair und Munition macht ein Plus von 138.471 Credits. Das ist doch mal was Schönes. Dann haben wir die XP hier plus Missionserfolg 1036 dazu. Premium Vehikel dazu 207 macht 3315 XP und 104 freie Erfahrung. Jawohl, das war der Novolup mit seinem LT-432 und gleich folgt noch ein zweites Replay von ihm. Bis dann, ich hoffe es hat euch gefallen, ciao.